bist es dir wert. Du wählst nicht irgendeinen Kopfkino-Kanal hier auf YouTube. Nein, du wählst den Kopfkino-Kanal. Werbefrei und empathisch. Nur echt mit diesem Symbol und dieser Stimme. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Hans-Jörg Felmy, Edith Hanke in Mord im Pott. In Stereo. Hauptbahnhof Essen, 14 Uhr. Ein nervös rauchender Mann wartet auf Gleis 5. Es ist Anfang der Schnellzugsrunde von Frankfurt am Main über Mainz nach Dörfung. Plan ist der Punkt 16 Uhr. Ich hätte sofort gewusst, das ist er. Ja, wegen Ihren Briefen, weil Sie mal so nett geschrieben haben. Genauso hatte ich sie mir nämlich auch vorgestellt. Und Sie? Ja, ich brauchte ja nur auf eine Dame zu achten, die... Ich hatte ja ihr Foto. Er läuft mit der Dame zu einem stattlichen Mercedes-Benz. Ach, der gehört Ihnen? Sie müssen mich verstehen. Ich brauche wieder jemand wie meine Frau für den Geschäftshaushalt. Und natürlich wollte ich vermeiden, an die Falsche zu geraten, da es nur um mein Geld geht. Deshalb habe ich nie davon geschrieben. Aber Sie haben doch das Gegenteil geschrieben. Sie haben geschrieben, dass Sie Angestellter sind, genau wie ich. Mit einem ganz annehmbaren Gehalt. Das müssen Sie verstehen. Nach dem Tod meiner Frau, ich habe lange Zeit an andere Frauen nicht mal gedacht. Erst als ich Ihre Anzeige las, da habe ich plötzlich gespürt, das ist die Richtige. Dame in den besten Jahren, aber jünger empfindend, die infolge starker beruflicher Inanspruchnahme bisher nicht dem Partner begegnet ist, den sie verwöhnen möchte. Ach, das kennen Sie auswendig? Jünger empfindend. Das hat mir besonders gefallen. Was für eine Firma ist es denn? Nach circa 20 Minuten trifft er auf der Margaritenhöhe ein. Ist das nicht manchmal schrecklich einsam hier? Ja. Und wer ist Distler? Das ist eine kleine Wohnung im Dachgeschoss. Ist vermietet. Er serviert Salzstangen, Cognac und Reblaus. Haben Sie denn keine Freunde, die Sie mal besuchen könnten? Na, aber das habe ich Ihnen doch geschrieben. Ich lebe doch erst seit einem Jahr in Mainz. Meine Eltern, die wohnen noch in Berlin. Ja, da fahre ich auch manchmal hin. Der Mann interessiert sich etwas zu sehr für das Familienleben und die Freunde dieser Frau, die sich auf ein Heiratsinserat bei ihm gemeldet hat. Auf sein Drängen soll sie ihre Eltern anrufen und melden, dass sie gut angekommen ist. Während sie zum Hörer greift, greift er in die Jacketttasche. Haben Sie die Nummer? Ja, ich. Ohne zu verstehen, sieht die Frau die Waffe, die auf sie gerichtet wird. Und dann liegt sie tot auf dem roten Teppichboden. Nur 30 Minuten später trifft er sich mit einer jungen, blondhaarigen Frau in einer Trinkhalle. Sie liegt draußen im Wagen, das war doch so besprochen. Seid ganz ruhig. Aber wir haben vergessen, sie verschwinden zu lassen. Du redest Unsinn, du musst zuhören. Es war besprochen, dass du das übernimmst. Auf der Rückfahrt, sobald du dich hier verabschiedet hast, weil du dir dann Zeit lassen kannst. Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, sonst wirst du alles verderben. Auf der Rückfahrt. Weißt du die Stelle noch? Ja, am Baldeneisen, am Steg. Da, wo wir damals die Ratten gesehen haben. Einfach ins Wasser. Richtig. Zurück in seiner Wohnung greift er zum Telefon. Polizei? Ja, hören Sie. Schnell. Ja, was ist denn? Rennen Sie doch. Ich komme gerade nach Hause und sehe... Und finde... Ja, ich höre. Meine Frau. Sie ist tot. Ihren Namen, Ihre Anschrift, bitte.
Nur 20 Minuten später trifft die Essener Kripo ein. Darauf muss man erst mal kommen. Weil man an der Leiche nichts verändern darf. Das weiß doch jedes Kind. Ich beklage mich ja gar nicht. Ich finde es ja sehr erfreulich, dass Sie auf unsere Arbeit so viel Rücksicht nehmen. Also der Arzt sagt, er will sich noch nicht festlegen, aber alles deutet darauf hin, dass der Tod schon vor mindestens 10 bis 11 Stunden eingetreten ist. Das würde bedeuten zwischen 7 und 8 Uhr abends. Ja, das ist gar nicht möglich. Um 18 wäre er erst auf die Party, das habe ich Ihnen doch erzählt. Wann kann Ihre Frau denn wieder hier gewesen sein? Na, etwa gegen 8:30. Aber als sie wieder hier war, ging natürlich alles sehr schnell. Der Einbrecher war ja schon im Haus, davon muss man wohl ausgehen. Und als ich die Tür öffnete und meine Frau plötzlich vor ihm stand... Vielleicht beschränken wir uns zunächst mal auf die Dinge, die sich überprüfen lassen. Wohnt hier noch jemand im Haus außer Ihnen? Ein Fräulein Distler, das ist eine Lehrerin, die hat eine kleine Wohnung gemietet oben unterm Dach. Wie alt? Wie alt? Kann ich nur raten. Ungefähr Ende 20. Ist sie zu Hause? Soviel ich weiß, nein. Sie können ja mal läuten. Das haben wir schon. Warum fragen Sie dann? Soviel ich weiß, ist sie verreist. Ja, für länger? Keine Ahnung. Eine Lehrerin, sind denn jetzt Ferien? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich interessiere mich nicht für das Privatleben meiner Mieter. Ja, Sie haben recht. Sprechen wir lieber von Ihnen. Wann sind Sie denn von der Party weg? Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Aber als ich hier angekommen bin, habe ich sofort die Polizei verständigt. Wann das war, müsste sich ja feststellen lassen. Und wie sind Sie nach Hause gekommen? Ich meine, weil Sie doch sagen, dass Ihre Frau hier am Wagen hatte. Mit Freunden. Die haben mich mitgenommen. Ja. Die Adresse kann ich Ihnen geben. Sind die Freunde mit ins Haus? Nein. Ja, es wäre ja nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, vielen Dank, dass ihr mich nach Hause gebracht habt. Und jetzt kommt noch einer von Schnapp. Ja, ich habe gesehen, dass hier überall Licht brennt. Und ich habe mir Sorgen gemacht wegen meiner Frau, weil ihr doch übel war. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht was Schlimmeres ist. Wer hat die 2 Gläser benutzt? Die, meine Frau und ich. Wir wollten ein bisschen in Stimmung kommen, bevor wir losgefahren sind. Aber ein Glas ist noch voll. Das war das Glas von meiner Frau. Ja, ich kann mir das nur so erklären. Wir haben plötzlich festgestellt, dass es schon fast 8 Uhr ist und um 8 waren wir doch eingeladen. Ja, so war's. Deshalb ging alles ein bisschen überstürzt vor sich bei unserem Aufbruch. So überstürzt, dass Ihre Frau nicht mal ihr Glas austrinken konnte? Ins Labor. Und trotzdem wurde ihr kurz darauf schlecht. Tja, also Herr Rosenkötter, wie ging denn das nun weiter? Ich meine, Sie kamen also ganz allein hier rein. Ich rate dir sehr vorsichtig, Hans. Ja, kann ja die Aussage verweigern. Er kennt seine Rechte, wir haben ihn ordnungsgemäß belehrt, aber nein, er will reden. Er will uns mit seinen Theorien von irgendwas ablenken, fällt dir dann nicht was auf? Trotzdem, du darfst ihn nicht zu sehr nehmen. Es handelt sich immerhin um seine Frau. Ja. Also, Herr Rosenkötter, wir haben uns das Ganze nochmal angesehen. Ihre Theorien überzeugen uns nicht. Tja, ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es mir erkläre. Sie kennen meine Frau nicht. Die lässt sich nicht einschüchtern. Wenn die einen Einbrecher überrascht auf frischer Tat, lässt die sich nicht einschüchtern. Vermutlich hat er sie sogar gewarnt. Aber sie ist ans Telefon, um die Polizei zu verständigen. Und als sie den Hörer abgenommen hat... Jetzt verschonen Sie uns bitte mit Ihrem Einbrecher. Haben Sie festgestellt, ob was fehlt? Nein, ich sage doch, ich bin sofort rauf ins Schlafzimmer und habe bei der Polizei angerufen. Sehen Sie bitte jetzt nach. Er hat Handschuhe getragen. Eine ziemlich grobe Struktur. Das ist Ihre Handtasche. Die hatte sie mit. Soll ich da auch nachsehen? Also schön, fangen wir damit an. Scheint alles da zu sein. Geld? Ihre Brieftasche ist drin. Soll ich die aufmachen? Ja. Wenn er da reingefasst hätte, dann hätte er doch die Brieftasche mitgehen lassen als erstes, oder? Ich weiß natürlich nicht, wie viel sie dabei hatte. Ja, wird schon stimmen. Ich vermute, Sie besitzen auch Handschuhe. Ja, ich besitze Handschuhe. Auch welche aus Leder, mehrere Paar. Vermutlich sogar welche mit grober Struktur. Die liegen draußen in der Garderobe. Und falls da nicht das Richtige bei ist, um mir was anzuhängen, dann können Sie ja suchen. Im ganzen Haus. Also wir gehen dann lieber. Ja, was mit den anderen Räumen? Das bringt doch nichts. Ist doch klar, dass er da nicht drin war. Wer? Na, der Einbrecher. Ist doch ganz offensichtlich, dass er vorher gestört wurde. Wozu machen wir uns überhaupt die Arbeit, wenn ihr alles schon wisst? Also weiter. Wissen Sie was? Ich sage kein Wort mehr. Sie glauben mir ja doch nicht. Ich habe Ihnen erzählt, wo ich war, als es passiert ist und auf welche Weise ich nach Hause gekommen bin. Und wenn Sie wollen, können Sie das in allen Einzelheiten überprüfen. In Ordnung. Aber sagen Sie uns wenigstens, ob was fehlt. Doktor?
Es bleibt bei dem, was ich schon gesagt habe. Aber Herr Rosengötter behauptet, dass seine Frau nicht vor 8:30 hier gewesen sein kann. Erst gegen 8:30. Moment bitte. Wo wollen Sie denn hin? In meine Wohnung. Manchmal spürt man einfach, dass man reingelegt wird. Jedenfalls ändert das nichts daran, dass wir ihm seine Theorie von dem Einbrecher nicht widerlegen können. Du auch? Mann, ihr macht mich wahnsinnig. Denkt mal nach. Fest steht, dass sie telefonieren wollte. Und fest steht, dass er von der Terrassentür aus geschossen hat, vermutlich auf dem Rückzug. Ja, aber hat nichts mitgenommen. Weil er vorzeitig gestört wurde. Nicht mal die Handtasche, obwohl sie griffbereit vor seiner Nase lag. Weil er die Nerven verloren hat. Ah, ein Profi? Was denn hier überhaupt zu holen für ein Profi? Und er war doch einer, oder? Nein. Ein Profi schießt nicht, außer wenn es absolut unvermeidlich ist, schon gar nicht von der offenen Terrassentür aus. Da ist Herr Fräulein Distler. Sie möchte in Ihre Wohnung. Sie sagt, Sie kommen vom Bahnhof. Ja. Sie sind Fräulein Distler? Ja. Was ist denn passiert? Hafergang, Kriminalpolizei. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Selbstverständlich. Sie waren verreist? Ja, ich komme gerade vom Bahnhof. Seit wann? Ich war in Hamburg bis gestern Abend. Ich bin gerade mit dem Nachtzug gekommen. Wollen Sie mir nicht sagen, hat was Sie da passiert jemand ist? In Hamburg an den Zug gebracht? Doch, natürlich, aber... Es handelt sich um Ihre Vermieterin, Frau Rosengötter. Sie ist tot. Das ist ja entsetzlich. Der arme Herr Rosengötter, weiß er schon davon? Er hat sie ja gefunden. Wie ist das denn passiert? Sie ist erschossen worden. Erschossen? Von wem denn? Von... Nein, das ist nicht möglich. Ja, was wollten Sie gerade sagen? Ich habe mich nur gefragt, ja, nur weil Sie erwähnen und weil Sie so eigenartig betont haben, dass er sie gefunden haben. Halten Sie es für möglich, dass Herr Rosengötter seine Frau getötet haben könnte? Nein, das halte ich nicht für möglich. Ich habe es mich gefragt, aber ich halte es nicht für möglich. Außerdem kann ich das gar nicht beurteilen. Wo ist es denn passiert? Im Wohnzimmer. Darf ich Sie sehen? Trauen Sie sich das zu? Sie haben recht, nein. Tja, das wäre es dann im Augenblick. Danke. Aber wahrscheinlich werden wir uns noch mal unterhalten müssen in den nächsten Tagen, wenn Sie ein bisschen Abstand gewonnen haben, einverstanden? Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen helfen kann? Das wird sich zeigen. Und bitte schreiben Sie uns den Namen und die Adresse der Person auf, die Sie in Hamburg an den Zug gebracht hat. Das ist nur eine Formalität. Bis jetzt hat noch niemand gemerkt, dass die Tote nicht die Frau des Mörders ist. Diese versteckt sich aus einem Grund, den die verehrten Hörer später erfahren. Es tut mir so leid, Herr Rosengötter. Danke. Ja, es ist schrecklich. Möchten Sie sie noch mal sehen? Ich glaube, das geht nicht mehr. Sie haben sie ja gut gekannt. Meine Frau hat immer so nett von Ihnen gesprochen. Aber wenn es nicht geht? Man kann ja fast sagen, Sie waren befreundet mit ihr. Aber ich möchte nicht, dass es Umstände macht. Nein, das geht schon. Moment mal. Wir hatten das Haus voll Gäste. Wie soll man da jeden Einzelnen im Auge behalten? Sie können also nicht ausschließen, dass Herr Rosengötter die Party zwischendurch verlassen hat. Ich glaube, so geht Ihre Frage an der Sache vorbei. Bitte. Es kommt doch wohl nur darauf an, ob unser guter und langjähriger Freund Josef Rosengötter bei sich zu Hause war, als seine arme Frau umgebracht wurde. Ja, und? Ja, das können wir ausschließen. Bis zu seinem Haus sind es 10 Minuten. Wenn die Straßen frei sind. Und wenn man rast, sind es immer noch 7 oder 8. Er muss ja über die Ruhr. Außerdem hatte er gar keinen Wagen. Eben, den hatte ja Else. Ist doch kein Problem. Er kann sich ein Taxi genommen haben. Oder hat er einen zweiten Wagen. Möglich ist das alles. 8 Minuten hin und 8 Minuten zurück. Und ein Mord ist ja schließlich auch keine Kleinigkeit. Nein. Alles in allem war das gar nicht möglich unter einer halben Stunde. Ja, schön, aber was spricht denn eigentlich dagegen, dass er tatsächlich so lange weg war? Sie sagten doch, Sie und Ihre Frau, Sie hätten nicht auf ihn geachtet. Überlegen Sie doch mal. Nein, so dumm ist der Josef nicht. Hier, wo ihn alle Leute kennen, ist auch die Wahrscheinlichkeit viel zu groß, dass es auffällt, wenn er weg ist. Nein. Wenn der wirklich ein Alibi braucht, dann fängt er das schlauer an. Wie lief's denn mit seiner Ehe? Gab's da Schwierigkeiten? Auch nicht häufiger als bei anderen. Eben. Und Sie sehen ja, meine Frau lebt noch. Ja, also vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Aber bitte, das ist doch selbstverständlich. Nein. Glauben Sie mir, wir kennen Else und Josef Rosengötter jetzt seit über 20 Jahren. Sie liegen nicht richtig mit Ihren Vermutungen. Bestimmt. Also vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie noch. Der Besuch der Party, dass seiner Frau dort schlecht wird, dass sie allein nach Hause fährt. Dann der Einbrecher, der schon auf sie wartet. Und die Untermieterin, die als einzige mit im Haus wohnt, die ist verreist. Und so weiter und so weiter. Also wirklich, alles wie in einer erstklassigen Inszenierung. Na, dann setz dich mal bequem zurück und amüsier dich. Ja, eben. Wir sollen uns amüsieren. Wir sollen beschäftigt werden, weil uns das ablenkt.
einer ganz bestimmten, entscheidenden Kleinigkeit. Wir dürfen ihn auch ruhig verdächtigen, das provoziert er geradezu. Weil uns auf diese Weise die entscheidende Kleinigkeit am sichersten entgeht. Was ist denn das für eine Kleinigkeit? Deine Fragen sind wirklich eine große Hilfe, du. Ich habe Sie zufällig vom Fenster aus gesehen. Ich nehme an, Sie suchen mich. Ja. Dann bitte kommen Sie in mein Büro. Danke. Aber vielleicht ist es Ihnen gar nicht recht, mich hier anzutreffen. Vielleicht hatten Sie die Absicht, sich ein bisschen umzuhören. Ich meine, ohne mich. Ja, ganz im Gegenteil. Das ist uns sogar sehr recht. Da kann ich mich gleich entschuldigen. Entschuldigen? Wofür? Ja, für gestern Abend. Ich habe Sie da ein bisschen hart angefasst, aber ich habe inzwischen meine Ansicht geändert. Also, Ihr Alibi, das ist wirklich perfekt. Ja, das hört man gern. Ja, auch das von Frau Diesler. Fräulein Diesler, was hat denn die damit zu tun? Routine. Sie wohnt im gleichen Haus und sie ist ziemlich attraktiv. Aber wie gesagt, es hat sich ja schon geklärt, also entschuldigen Sie bitte. Oh bitte, Sie tun ja nur Ihre Pflicht. Außerdem, ich will ganz ehrlich sein, ich hatte eigentlich sogar damit gerechnet, ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie mich verhaften. Dazu gab es keinen Grund. Das ist richtig. Aber, bitte nehmen Sie doch Platz. Okay. Vielleicht ist es das Beste, ich erzähle es Ihnen selbst. Sie werden es ja doch erfahren. Sie machen es aber spannend. Also, es geht um meine Firma. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin in Schwierigkeiten. Aber man liest doch ständig, dass die Kohle subventioniert wird. Ja, der Bergbau, aber nicht der Handel. Und was ist mit dem Öl? Läuft das auch nicht besser? Damit ist dasselbe wie mit den Kohlen. Die kleinen Kunden bleiben uns. Aber sobald sie größer werden, verlieren wir sie. Dann kaufen sie direkt bei den Erzeugern, weil die ihnen günstigere Preise machen. Und damit machen sie uns kaputt. Und wenn wir kaputt sind, dann kaufen sie uns auf und machen auch noch die kleineren Geschäfte selbst. Heißt das, es ist zu erwarten, dass Sie Ihre Firma aufgeben? Aufgeben? Ich? Nein, so leicht nicht. Mir liegt ein Angebot vor. Darüber wollte ich ja mit Ihnen reden. Aber aufgeben? Ich? Nein, nicht. Na schön, Sie haben finanzielle Probleme, das ist bedauerlich, aber was hat das mit dem Tod Ihrer Frau zu tun? Ich habe auf Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen. Auf Ihre Frau? Wann? Erst kürzlich. Wie hoch? 1 Million. Das ist eine Menge Geld. Finden Sie? Ist noch nicht mal so viel wie ein Hauptgewinn im Lotto. Das ist ein interessanter Vergleich. Und auf sich selbst? Haben Sie auf sich auch eine abgeschlossen? Sie meinen zugunsten meiner Frau, falls mir vor ihr etwas zugestoßen wäre. Ja. Auch so hoch? Ja. Und auch erst kürzlich? Nein, schon länger. Mir ist natürlich klar, worauf Sie hinaus wollen. Deswegen erzähle ich Ihnen ja davon. Naja, dann können Sie ja das Angebot, Ihre Firma zu verkaufen, in den Papierkorb werfen. Das wäre es dann im Moment. Vielen Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, hallo? Warum rufst du an? Um diese Zeit willst du mich kontrollieren. Aber ich will dich nicht kontrollieren. Ich rufe dich nur an zu fragen, ob es Schwierigkeiten gibt. Nein, es läuft alles wie geplant. Es gibt keine Probleme. Bis auf diesen Haferkamp. Der hört nicht auf, mir auf die Nerven zu gehen. Aber immerhin haben sie ja die Leiche freigegeben. Und wenn die erst mal unter der Erde liegt, ja klar, dann zahlt auch die Versicherung. Wer bei mir ist? Niemand. Na, ich dachte, ich hätte die Tür gehört. Unsinn, ich bin allein. Wer soll denn bei mir sein? Ich frag ja nur. Entschuldige, aber ich bin nervös. Ich muss endlich weg aus Essen, wo mir an jeder Straßenecke jemand begegnen kann, der mich kennt. Es dauert eben seine Zeit. Das lässt sich nicht ändern. Auch der Verkauf der Firma. Ja, das geht alles nicht von heute auf morgen. Du musst dich zusammennehmen. Doch, es wird bestimmt klappen. Du musst nur durchhalten. Dann werden wir deine Lebensversicherung kassieren und damit haben wir ausgesorgt. Klar, so bald wie möglich. Nimmt sie dir das wirklich ab? Was? Dass du hier alles aufgeben willst, um mit ihr zu verschwinden. Die Firma und alles. Bisher ja. Aber jetzt muss bald was geschehen. In der Nähe der Zeche Zollverein trifft er sich mit seiner Frau, die sich verborgen hält. Aber ich warne dich. Ich habe nur mitgemacht bei deinen Unternehmungen, weil ich dich liebe. Daran wollte ich dich erinnern. Und wenn sich zeigen sollte,
Wenn sich herausstellt, dass... Was denn? Was? Willst du etwa zur Polizei gehen? Du steckst doch genauso tief mit drin wie ich, meine Liebe. Oder glaubst du, es macht einen Unterschied, ob man nur den Vorteil davon haben will oder ob man selber schießt? Du weißt doch, für wen ich es getan habe. Für uns beide. Ja. Für dich und mich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat selbst geschossen oder hat jemand dafür bezahlt. Hm. Aber Sie sagen doch, er kann nicht selber geschossen haben. Er war bis zuletzt auf dieser Party. Eben. Und auf der anderen Seite sagen Sie, er sei nicht der Typ, der sich auf einen anderen verlässt. Auch richtig. Und genau das ist mein Problem. Mhm. Und was halten Sie davon, sich doch auch mal mit der Frage zu beschäftigen, ob wirklich kein anderer Täter in Betracht kommt? Nicht der eigene Ehemann. Entschuldigung. Erstes Kommissariat, Haferkamp. Mainz. Eine Kollegin. Ja, natürlich, wenn wir Ihnen helfen können. Selbstverständlich. Worum handelt es sich denn? Es geht um Frau Matusch, Roswitha Matusch, ungefähr 40 Jahre alt und wohnhaft hier in Mainz. Und eine Arbeitskollegin befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Wieso? Wie kommt ihr denn aus? Das wollte ich Ihnen gerade sagen. Frau Matusch ist unverheiratet, aber die Arbeitskollegen haben festgestellt, dass sie Anzeigen aufgibt. Ja, Heiratsanzeigen und offenbar mit Erfolg. Denn gerade in letzter Zeit erwähnte sie oft, dass sie einen Mann kennt. Dieser Mann wohnt in Essen. Hat sie also Urlaub genommen oder krank gespielt? Ach so, ja, das habe ich noch nicht gefragt. Moment. Wissen Sie, ob Frau Matusch Urlaub genommen hat? Ja, aber nur für den Donnerstag und Freitag. Und mit welcher Begründung? Soviel ich weiß, ohne Begründung. Aber an welchem Tag Frau Matusch Mainz verlassen hat, der steht nicht fest. Nee, am Mittwoch hat sie ja noch gearbeitet. Sogar Überstunde hat sie gemacht. Sehr wahrscheinlich am Donnerstag. Hören Sie? Ja, ich höre. Also man kann davon ausgehen, dass sie am Donnerstag Mainz verlassen hat. Und den Namen von dem Mann? Auch keine Adresse? Naja, wir werden sehen, was wir tun können. Vielleicht war sie auch so klug und hat sich erst mal im Hotel einquartiert, bevor sie diese Briefbekanntschaft intensiviert hat. Geben Sie mir doch auf alle Fälle mal die Personalien der Vermissten, liebe Kollegin. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, danke. Wir werden uns melden. Auf Wiederhören. Willi? Ja? Braucht mal das Verzeichnis mit den Hotels und Pensionen, aber schnell. Sagen Sie, worum kümmern Sie sich eigentlich nicht selber? Haben Sie noch nie gehört, dass man unwichtige Kleinigkeiten delegieren kann? Eine neue Kollegin? Da muss man doch ein bisschen auf die Beine helfen. Sagen Sie, worum kümmern Sie sich eigentlich nicht selber? Haben Sie noch nie gehört, dass man unwesentliche Kleinigkeiten delegieren kann? Immerhin handelt es sich um ein offizielles Ersuchen. Ja, aber man muss sich nicht um jede Kleinigkeit selber kümmern. Eine neue Kollegin? Da muss man doch ein bisschen auf die Beine helfen. Ja, bestimmt nicht leicht. Doch, doch, das kann ich mir vorstellen. Wenn sie es für erforderlich hält, sich für jeden amorösen Abstecher einer reiferen Dame zu interessieren. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Kreuzer, wir haben telefoniert. Richtig. Sie sind der Herr von der Polizei, nicht wahr? Ja. Sie kommen wegen Frau Matusch? Ja. Soll ich Sie anmelden oder... Ja, doch, bitte, melden Sie uns an. Ja, was ist denn? Was wollen Sie denn? Routineangelegenheit, was heißt das? Ja, wenn es sein muss. Ja. Guten Tag, Frau Matusch. Guten Tag. Oh, Entschuldigung, Tag. Sie wollten gerade weggehen. Ja. Wir wollen Sie nicht stören. Das ist Herr Kreuzer. Mein Name ist Haferkamp. Guten Tag. Wir sind gekommen, weil uns eine Anfrage erreicht hat aus Mainz. Aber Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Es ist nichts passiert. Nein, nein, es geht nur darum. Also in Mainz ist man beunruhigt, weil Sie sich nicht mehr gemeldet haben seit Ihrer Abreise. Ja, es tut mir leid. Deshalb haben wir feststellen lassen, wo Sie sich aufhalten, nur um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, naja, vielleicht rufen Sie mal zu Hause an. Es geht uns zwar nichts an, aber... Ja, das werde ich tun. Außerdem, ich fahre sowieso bald zurück. Möglicherweise schon heute. Na, dann erledigt sich das ja von selbst. Also gute Heimreise und entschuldigen Sie bitte, wenn wir Ihnen einen Schrecken eingejagt haben sollen. Die Bitte, ist ja nicht Ihre Schuld. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Gott sei Dank, dass du zu Hause bist. Ich muss dich unbedingt sprechen. Doch, es ist wichtig. Es ist sogar sehr wichtig. Ich hatte gerade Besuch. Na, von wem? Von der Polizei. Ja. Zwei Herren, die herausfinden wollten, ob hier eine Frau Matusch aus Mainz wohnt. Und weißt du auch, wer der eine war? Weißt du, wir haben es schon verdammt schwer in unserem Beruf.
alle Leute, die es mit der Polizei zu tun kriegen, fangen an zu zittern und bekommen Schweißausbrüche. Auch wenn sie keinen Dreck am Stecken haben. Wie soll man also die rauskriegen, die wirklich Dreck am Stecken haben? Das ist doch sehr einfach. Das sind die, die nicht anfangen zu zittern und keine Schweißausbrüche kriegen. Außer in den Fällen, in denen die, die wirklich Dreck am Stecken haben, trotzdem anfangen zu zittern und trotzdem Schweißausbrüche bekommen. Ja, das sind dann die ganz raffinierten. So, jetzt fahren Sie ab. Aber das ist bestimmt eine Falle. Na klar, haben Sie so getan, als ob Sie ganz harmlos wären. Als ob Sie von nichts eine Ahnung hätten. Aber sowas kann doch kein Zufall sein. Er kommt hierher und fragt nach dieser Frau Matusch. Und derselbe Beamte leitet auch die Untersuchung wegen dem Mord an mir. Was ich vorschlage, naja, ich muss hier weg. Ja, natürlich auch aus Essen. So schnell wie möglich. Ja, das ist mir klar, das weiß ich, dass es bei dir noch einige Tage dauert. Da muss ich eben vorfahren. Ja. Ja. Ja, ich bin einverstanden. Mit allem. Wann kannst du dich denn mit mir treffen? In Ordnung. Und wo? So, ich glaube, wir sind da. Was denn? Hier wollen Sie raus auf der Autobahn? Ja, da vorne an der Ausfahrt. Was wollen Sie denn hier? Ich bin hier verabredet mit einem Bekannten aus Mainz. Der holt mich hier ab. Ich wohne nämlich in Mainz und der nimmt mich wieder mit zurück. Hier, stimmt schon. Danke. Wo war denn dieses Lokal? Es war ganz in der Nähe von der Autobahn, ich erinnere mich genau. Und man sitzt dort besonders gemütlich. Oder wir suchen uns erst was nach der Grenze. Es ist ja nicht mehr weit. Was soll denn jetzt noch passieren? Wir müssen noch ein bisschen feiern, nicht? Weil alles so gut geklappt hat. Und beim Essen überlegen wir, wo du auf mich wartest. Am besten irgendwo am Meer, wo es hübsch ist und ruhig. Wo sich garantiert niemand hinverirrt, der dich kennt. War das nicht hier? Nein, nein, das war doch viel hübscher. Außerdem war es näher am Rhein. Und wie lange wollen wir denn noch suchen? Wir haben doch Zeit. Der Frau ist die Sache nicht geheuer. Sie hat eine kleine Damenpistole in der Tasche und zieht sie langsam heraus. Damit du dir keine falschen Vorstellungen machst. Sie ist entsichert. Steig aus. Wo hast du sie her? Ist das... Ja, ich habe sie behalten. Steig aus. Ich habe sie nicht in den Baldner See geworfen. Ich muss es geahnt haben. Geh zurück. Weiter! Noch weiter! Das kannst du doch nicht machen. Hättest du es gekonnt, sei ehrlich. Aber man wird es hören. Das ist doch viel zu riskant. Hier wird niemand etwas hören. Darauf wirst du bestimmt geachtet haben. Da verlasse ich mich ganz auf dich. Aber das Traurige ist, dass ich dich noch brauche. Nicht mal du brauchst mich noch, du. Hör mir zu. Du wirst das Geld kassieren. Meine Lebensversicherung. Es gibt ja kein Zurück. Aber du wirst es an mich weitergeben. Hast du mich verstanden? Du wirst das Geld an mich weitergeben. Ich werde mit dir in Verbindung bleiben, bis die Versicherung gezahlt hat. Und wenn es sein muss... Du kannst mir glauben, ich werde Mittel und Wege finden. Und danach bist du allein. Der Mann fährt per Anhalter zur Margaretenhöhe. Sie weiß genau, dass sie ohne mich keine Chance hat. Trotzdem geht er weg, man kann dich sehen. Überleg doch mal. Wo soll sie denn hin? Ohne Geld, ohne Autopapiere. Versetz dich mal in ihre Lage. Das tue ich ja. Sie will sich rächen. Das hat sie ja schon versucht. An mir? Weil sie überzeugt ist, dass ich die Schuldigere bin. Weil sie genau weiß, dass sie dich am besten treffen kann, wenn mir etwas zustößt. Ja, möglich. Aber sie weiß auch, dass sie dann von mir nichts mehr zu erwarten hat. Keinen Pfennig. Nein, glaub mir. Im Moment sind wir vollkommen sicher. Und wie soll es weitergehen? Denk doch mal nach. Sie hat einen Fehler gemacht. Sie will, dass ich für sie das Geld abhole, bei der Versicherung. Aber das kann Wochen dauern. So lange kann sie gar nicht durchhalten. Aber ich auch nicht.
Hallo? Ja, das habe ich erwartet. Von wo sprichst du? Na, dann eben nicht. Und was willst du? Ja, damit habe ich gerechnet. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich bin bereit, jede Mark, die ich flüssig machen kann, aus der Firma zu nehmen. Und ich werde mich an die Versicherung wenden und darum bitten, mir eine Anzahlung zu geben. Allerdings nur unter der Bedingung, dass du Essen anschließend sofort verlässt. Doch, mir ist klar, wie sehr das auch in deinem Interesse liegt. Wann? Schon morgen. Also gut, ich verspreche es. Ja, ist mir recht. 4 Uhr, Kinderspielplatz. Mordgedanken spielen sich in seinem Kopf ab. Ich verstehe. Sie bekommt keinen Pfennig. Glaubst du wirklich, sie fällt darauf rein? In ihrer Situation? Sie ist gezwungen, nach jedem Strohhalm zu greifen. Und wenn sie vorschlägt, dass ihr euch gar nicht trefft, sondern dass du das Geld irgendwo für sie verstecken sollst? Auch recht. Ich bin mit allem einverstanden. Da werde ich eben warten, bis sie kommt und es holt. Aber sie hat die Waffe. Ja. Damit hat sie mich einmal überrumpelt. Und sie ist nicht dumm. Das sagst du doch selbst. Sie wird mit allem rechnen, mit dem Schlimmsten, mit jedem Trick. Was sollen wir denn tun? Sollen wir warten, bis sie irgendwo aufgegriffen wird von der Polizei? Wenn man vom Teufel spricht, klingelt er an der Tür. Sie möchten zu Herrn Rosenkötter. Er ist nicht zu Hause. Ja, wann kommt er denn? Keine Ahnung. Ich nehme an, dass er in seiner Firma ist. Nein, da haben wir schon angerufen, das ist schon Feierabend. Hört man das oben bei Ihnen in der Wohnung, wenn man bei ihm unten läutet? Sie können gern warten, bis er kommt. Wann kommt er denn? Warum fragen Sie mich danach? Aber manchmal kommt er auch erst nachts. Sie erinnern sich an den Tag, als die Sache passiert war. Sie kamen damals gerade vom Bahnhof aus Hamburg. Wir haben das alles überprüft, das ist einwandfrei. Nur, wir waren inzwischen auch in Ihrer Schule. Ich verstehe. Routine. Ja, nur eine Formalität. Und da hat sich nur herausgestellt, dass Sie gar nicht gefehlt haben in der vergangenen Woche. Nicht mal einen einzigen Tag. Und was ist daran so bemerkenswert? Aber Sie waren doch in Hamburg. Ja, ich bin mittags hingefahren nach dem Unterricht. Das dauert 4 Stunden. Und dann mit dem Nachtzug wieder zurück. Und wie lange waren Sie da? Die Zeit dazwischen. Dafür die weite Reise? Das müssen Sie mir erklären. Das ist sehr einfach. Ich habe in Hamburg einen Freund. Das heißt, wir waren befreundet. Ziemlich lange sogar, fast 3 Jahre. Das war hier in Essen. Und dann ist er nach Hamburg gegangen, beruflich. Er hat mich gebeten, nachzukommen, aber... Naja, ich habe Schluss gemacht mit ihm. Es gibt doch die Post. Man kann schreiben. Aber nicht, wenn man 3 Jahre befreundet war. Und warum haben Sie Schluss gemacht? Schön. Wenn Sie glauben, dass es Sie was angeht. Ich habe einen anderen Mann kennengelernt. Hier in Essen? Ja, hier in Essen. Und jetzt möchten Sie sicher, dass ich Ihnen den Namen nenne, damit Sie alles überprüfen können. Nur eine Formalität. Nein, ich glaube, den kennen wir schon. Es handelt sich nicht zufällig um Ihren Vermieter, Herrn Rosenkötter. Herrn Rosenkötter? Der könnte doch mein Vater sein. Naja. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hat sie uns nun angelogen oder ist er wirklich nicht zu Hause? Na, jedenfalls war sie ganz schön pampig. Sie hat nicht gefehlt, aber abends war sie in Hamburg. Ja, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, um ein perfektes Alibi zu haben. Das ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit von uns, weil wir zu lange bei der Kripo sind. Man kann es uns einfach nicht recht machen. Wenn einer kein Alibi hat oder kein sehr gutes, bekommt er eine Menge Schwierigkeiten. Wenn aber einer das Pech hat, ein besonders gutes Alibi zu haben, kann er sich eigentlich gleich aufhängen. Die beiden gönnen sich eine Pause mit Frikadelle und Altbier. Was wollen Sie? Sie haben kein Recht, mir hier zu sein. Aber Sie haben dieses Recht. Ja, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt. Und ob ich ihn liebe, danach fragt wohl keiner mehr, was? Nicht einmal, ob ich ihm vertraut habe. Es ist doch sinnlos, jetzt zu diskutieren. Oder glauben Sie, er kommt zu Ihnen zurück? Das glaube ich nicht. Aber ich werde ihm den Spaß verderben. Er war ein bisschen zu geschickt. Und ich habe eine Menge bei ihm gelernt. Sie zieht die Waffe und schießt 5-mal auf die Geliebte ihres Mannes. Ist da die Polizei?
Hier ist geschossen worden, das möchte ich melden. 5 Schüsse. In der Wallstraße. Ja, Wallstraße Nummer 10. Ich bin hier spazieren gegangen und als ich an dem Haus vorbeikam, da habe ich genau gehört... Karin! Karin! Jetzt geht's ja weg. Also los, geh hier nach. Ich behalte das Haus im Auge. Lass hier doch einen kleinen Vorsprung. Ich bin immer noch besser zu Fuß, als du glaubst. Das kannst du jetzt beweisen. Achtung, Achtung, hier Gruger. Ich unterbreche mit einer wichtigen Durchsage. Insbesondere Schutzbereich 5. Aus dem Hause Waldstraße 10 wurden sie eben Schüsse gegeben. Waldstraße 10? Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben nichts gehört, also los. Was ist passiert? Da hinten sie! Wo ist die Wache? Sie hatte einen Wagen hinter der Straßenecke. Hat sie nicht gesehen? Ja, natürlich. Ich habe ja versucht, sie anzuhalten. Na los, kommen Sie. Falls Sie Ihren Wagen vermissen, das war Ihrer. Wir brauchen die Spurensicherung. Die Lehrerin? Ja, mach schon! Vielen Dank und bitte halten Sie uns auf die Augen. Die in Mainz wissen inzwischen, dass Frau Matusch am Donnerstag nach Essen gefahren ist mit einem Schnellzug. Der ist um 17.40 Uhr hier. Also 3 Stunden vor dem Tod von Frau Rosenkette. Wir müssen feststellen, ob in beiden Fällen mit derselben Waffe geschossen wurde. Ja, was kann sie für einen Grund gehabt haben? Wo ist das Motiv? Einzige, der uns da weiterhelfen kann, ist unser Freund Rosenkötter. Mal sehen, ob es uns gelingt, ihn zum Reden zu bringen. Also, Herr Rosenkötter. Eins? Sie? Ja? Der Chef? Ich fürchte, der redet von alleine. Ja. Also, was Sie da machen, wird mir immer unverständlicher. Aber Sie haben dafür sicher auch eine Erklärung. Sie sitzen bequem in Ihrem Wagen und in dem Haus, das Sie angeblich überwachen, wird munter rumgeballert. Aber Sie merken das nicht. Sie erfahren das erst über Funk. Wir standen mindestens 40 Meter entfernt. Solche Entwicklung konnten wir nicht vorhersehen. Klar. So hört es sich an, wenn Sie es erzählen. Aber warten Sie ab, wie Sie es in der Zeitung lesen. Was sollten wir denn machen? Sollten wir ins Haus eindringen, ohne jeden Grund? Die Frau verhaften, nur weil sie den Hausschlüssel hatte? Woher hatte sie den Schlüssel denn? Das wissen wir noch nicht. Also ein Racheakt oder sowas? Ja, das wollten wir... Also schön, dann erwarte ich so schnell wie möglich Ihren Bericht. Pass doch auf. Also, Herr Rosenkötter. Sie können mich nicht festhalten, das wissen Sie selbst. Wer sagt denn, dass wir Sie festhalten wollen? Oben im Schlafzimmer. Sie waren unmittelbar nach mir im Haus, aber Sie haben keine Waffe gefunden. Und Sie werden auch keine finden, weil ich nicht geschossen habe. Jetzt setzen Sie sich erst mal hin. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Aber dann lassen Sie mich in Ruhe. Zunächst möchten wir mal wissen, woher Sie kamen, als Sie die Leiche gefunden haben. Von einem Kinderspielplatz. Der liegt ungefähr 5 Minuten von hier entfernt. Hat Sie da jemand gesehen? Nein, niemand. Oder doch, möglich, eine Frau, die hat ihr Kind abgeholt. Beim ersten Mal war Ihr Alibi aber besser. Was heißt beim ersten Mal? Warum lassen Sie mich nicht der Reihe nach erzählen? Wir sind äußerst gespannt. Ein neues Stück. Also, vor einigen Wochen habe ich eine Frau kennengelernt. Auf einer Reise. Nichts Ernstes. Sie heißt Matusch. Roswitha Matusch. Und sie wohnt in Mainz. Roswitha Matusch. Damals gab es bei uns... Also... In meiner Ehe gab es gerade eine kleine Krise. Und ich habe den Fehler gemacht und habe dieser Frau Matusch davon erzählt. Nichts Besonderes. Ein paar harmlose Schwierigkeiten, wie sie in jeder Ehe vorkommen. Aber die Frau Matusch hat das ernst genommen. Offenbar hat sie geglaubt, dass sie der Grund ist. Jedenfalls... Von dem Moment an war sie überzeugt, dass ich mich scheiden lasse, um sie zu heiraten. Ja, und? Weiter? Ja, ich habe versucht, ihr das auszureden. Aber sie ist nicht mehr jung. Sie hatte sich das in den Kopf gesetzt. Das war zuletzt richtig krankhaft. Also, ich kann es mir nur so erklären. Sie hat sich im Garten versteckt, um mich zu beobachten. Da wollte es das Unglück, dass meine Frau alleine nach Hause kam. Von der Party.
Wollen Sie damit sagen, dass Frau Matusch Ihre Frau umgebracht hat? Ja. Warum haben Sie uns das nie gesagt? Ja, weil mir das nicht früher klar geworden ist. Erst heute. Jedenfalls hat sie sich wieder bei mir gemeldet. Telefonisch. Sie hat gesagt, sie ist in Essen zu Besuch und sie wollte, dass wir uns sehen. Aber ich habe das abgelehnt. Ich habe ihr nochmals klargemacht, sehr deutlich, dass ich nichts von ihr will. Danach, ja, es kann nur so gewesen sein, dass sie mich trotzdem weiter beobachtet hat. Und dabei hat sie gesehen, ja, dabei hat sie bestimmt gesehen, dass ich allein mit einer Mieterin im Haus wohne, mit Fräulein Distler. Deshalb ist sie auf die Idee gekommen, auf die nächste Wahnidee. Jedenfalls hat sie mich wieder angerufen, heute Morgen. Sie hat eine Menge Zeug geredet und Drohungen ausgestoßen. Und zum Schluss hat sie mir ein Treffen vorgeschlagen. Deswegen bin ich hin, wegen der Drohungen, zu diesem Kinderspielplatz mit meinem Wagen. Ich habe ihr wieder gesagt, dass ich nicht die Absicht habe, sie zu heiraten. Und sie hat geweint und hat sich an mich gedrückt. Und dabei hat sie mir meine Schlüssel gestohlen. Meine Hausschlüssel und meine Autoschlüssel. Danach ist sie plötzlich weg. Und ich habe gedacht, sie will nicht, dass ich sehe, wie sie weint. Aber als sie nach einer Weile nicht zurück war, den Rest wissen Sie ja. Ja, festnehmen konnten wir nicht. Wir hatten keinen einzigen konkreten Beweis gegen ihn. Trotzdem, mir ist nicht wohl bei der Sache. Der hatte nur einen Gedanken, uns so schnell wie möglich loszuwerden. Ja, das wollen alle, die mit uns das Vergnügen haben. Nee, du, bei dem ist das was anderes. Bei dem vielen Groschen. Ein ganz bestimmter Groschen, da konnte man zuhören. Ja, wir lassen ihn beschatten, mehr können wir nicht tun. Und wenn er frei rumläuft, da hilft er uns weiter, als wenn er sitzt. Der nächste Morgen bringt Nebel und dicke Luft im Pott. Gebe ja zu, dass ich neugierig bin. Ich bin auf jeden Anteil an deinem Privatleben. Ich erfahre wirklich mit allergrößtem Interesse, dass es jemand zu geben scheint, der dir postlagernde Briefe schreibt. Aber sag mal, hätte das nicht auch Zeit gehabt, bis ich mich rasiert habe? Ich glaube, du wirst eine Überraschung erleben. Ach, Mensch. Guten Morgen. Jetzt noch Ihr Butterbrot. Wieso? Das haben Sie vergessen, müssen Sie auch auspacken. Sehen Sie nicht, dass noch geschlossen ist? Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Kriminalpolizei. Das ist eine richterliche Anordnung, die das Postgeheimnis aufhebt. Paragraph 99 Strafprozessordnung. Moment, da muss ich ein Schiff holen. Jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Ich darf nichts annehmen, ich bin Beamtin. Kennen Sie diesen Herrn? Oh, den habe ich schon oft genug gesehen. Wo, hier am Schalter? Ja, wo denn sonst? Manchmal fast jeden Tag. Ich habe mich oft gefragt, was der so anfängt mit seinen ganzen Haaren. Wieso Haaren? Ja, weil alle Briefe, die für den gekommen sind, von Frauen waren. Aber von verschiedenen. Ah, das wär's schon. Vielen Dank. Rosenkötter, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Hast du dich mal gefragt, wie er die Bekanntschaft dieser Frau Matusch gemacht haben könnte? Schön, sie hat Heiratsanzeigen aufgegeben. Das war uns ja nicht neu. Und offenbar hat er darauf geantwortet. Ja, nicht nur auf ihre, sondern auf ziemlich viele. Ja, und warum? Ja, warum antwortet man auf Heiratsanzeigen, weil man eine Frau sucht? Ja, zum Heiraten. Aber Rosenkötter war doch schon verheiratet. Ja, also warum dann? Wir holen uns jetzt die Genehmigung zur Exhumierung und sehen uns diese angebliche Frau Rosenkötter mal genauer an. Nein. Nein, das ist nicht Else. Das ist nicht Frau Rosenkötter, Herr Staatsanwalt. Danke. Können Sie das bestätigen, gnädige Frau? Mein Mann hat recht, das ist sie nicht. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sicher, man braucht bloß die Heiratsanzeigen aufzuschlagen und schon hat man die freie Auswahl. Und dann schreibt man, lässt sich ein Foto schicken. Ist mir soweit alles klar, aber was hat die Lehrerin damit zu tun? Vielleicht war für Rosenkötter nicht alles klar. Vielleicht konnte sie nicht entschließen, mit wem er das Geld durchbringen will, die Million. Mit seiner Frau oder mit Karin Distler? Du meinst also, seine Frau wollte ihm die Entscheidung erleichtern? Ja, schon möglich. Vielleicht hat Karin Distler auch durchschaut, was sich da abspielt und hat versucht, die beiden zu erpressen. Sie hat sich also nicht so leicht einwickeln lassen wie wir beide. Haben wir uns denn einwickeln lassen? Nein. Wir hatten nicht den geringsten Anlass zu zweifeln, nachdem Rosenkötter uns gesagt hat, es handelt sich um seine Frau und nachdem seine Untermieterin uns das auch noch bestätigt hat. Naja, damit haben wir uns zufrieden gegeben. Gibt
kein Gesetz und keine Dienstvorschrift, wonach wir verpflichtet wären, in einer solchen Situation die Identität eines Toten genauer zu überprüfen. Herr Aberkamp, in der Waldstraße ist eine Frau aufgetaucht. Sie geht gerade ins Haus. Geben Sie durch, wir brauchen mehr Leute. Hallo, ist jemand da? Jetzt ein kurzer Anruf bei der Polizei. Natürlich anonym. Und schon wissen Sie, wo Sie suchen müssen. Du, ich dachte... Ja, mir ist klar, was du gedacht hast. Aber Sie haben mich laufen lassen. Sie haben mich nicht mal so lange eingesperrt, dass du Zeit hattest, deinen Fehler wieder gut zu machen. Na dann mal los. Spanne auf. Aber Vorsicht, die sind bewaffnet. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Herr Rosenkötter, hören Sie mich, hier ist Haferkamp. Geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie im Haus sind. Wir wissen, dass Ihre Frau bei Ihnen ist. Es dauerte keine Minute, dann standen beide mit erhobenen Händen vor der Tür und ließen sich verhaften. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Danke sagen? Gerne. Mit einem Like oder Abo oder gar beidem. Bis demnächst hier bei uns.